Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail mit eurem Bobers. Wir haben ja sehr viel zu tun. Wir haben ja das letzte Mal festgestellt, dass da doch der ein oder andere Fehler war in dem Shop, dass man da der Lieferant im Grunde nicht Zugang hatte zum Lager. Also da hat es die Tür verschoben und jetzt muss ich natürlich auch mal durchgucken, wie es denn so in den anderen Geschäften ausschaut. Ich hatte ein bisschen Verwirrung wegen den Punkten, die man hier verteilen kann, aber anscheinend wurde das tatsächlich geändert, dass man jetzt halt, wenn man einen Punkt verteilt, dass das dann weiß wird. Und ich glaube, es war vorher andersrum. So, aber macht auch nichts. Wir gehen jetzt halt auf jeden Fall alles schön miteinander durch, dass das dass das jetzt halt alles so Stück für Stück mal vorangeht. So, der braucht nur noch zwei hier. Ich muss einfach mal gucken auch, ob ich da noch mal eventuell jemanden auf Schulung schicken kann. Aber ich glaube, das werde ich jetzt erst einmal lassen, sondern ich springe jetzt tatsächlich von einem Shop erstmal zum nächsten. So. Noch jemand? Jo, da noch. Sven hier, du kriegst auch noch ein Sternchen hier. Dann haben wir die Nele noch. Die kriegt auch noch ein Sternchen. Und der Finn bekommt auch noch einen. Gut, dann haben wir schon mal das alles verteilt. Dann müssen wir uns auf jeden Fall die Dienstpläne nochmal durchschauen. Aber ich glaube, die passen hier beim Getränkeshop auf jeden Fall. Weil das ist ja, ne, hier drei früh, drei mittel und vier spät sogar. Ne, vier mittel haben wir dann. Ja, also das passt im Grunde gerade. Dann haben wir hier die Wiederbefüller, da haben wir normalerweise 5 am Start, das passt auch. Einen Mittag, einen Abend, jawohl, passt. Da habe ich es im Grunde genauso gemacht, schaut so aus, wie ich es in einem anderen Shop gemacht habe, aber ist okay. So, Verkäufer, jawohl, auch da habe ich es im Grunde so eingetragen. Da ist es halt noch ein bisschen durcheinander, aber hauptsächlich, wir haben jemanden, der in der Spätschicht da ist, zwei sogar, dann passt es. Marketing. Die springt er, glaube ich, ja, das müsste eigentlich alles passen. So, E-Mails, 42, genau, aber da war eigentlich nichts weiter so mit drin. Das war halt neue Gehaltsverhandlungen und so weiter, deswegen lösche ich die jetzt halt auch. Bestellungen mache ich Mindestlager, das sollte zumindest reichen. So, ja, Mäuse sind ein paar verkauft und ein Handy, das wird schon. Das wird schon. So, Klamotten oder sowas haben wir ja da noch nicht. Glaube ich zumindest. Artikel finden? Nö. Elektronik und Lebensmittel. So, dann ist mir jetzt gerade vorhin aufgefallen. Und zwar gibt es bei der Werbung schon wieder eine kleine Veränderung. Also hier in dem ganzen Aufgebaue. Von daher, ich würde das gerne mal probieren. Also wir können DIN A4, DIN A3 können wir wieder machen. Und dann haben wir jetzt halt hier, das ist ein bisschen anders, platzieren Sie Kategorieanzeige, Kundenanzeige platzieren, okay, Artikelanzeige platzieren, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Das ist nicht schlecht, weil dann könnte man wirklich sagen, Moment, der eine hier, den habe ich ja, dann könnte ich den hier, ja cool. Dann kann ich ja sogar gezielt Werbung machen für Artikel. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich lasse das jetzt halt nochmal ganz kurz weg. Ich mache das dann lieber, Moment, da muss ich nochmal gucken, weil das ist ja doch überall anders. Hier Kunden, Stadtanalyse, wir haben überwiegend hier die Bauern. Bauern und Rentner. Bauern, Rentner, Ökos, na super. So. Hier Kunde, wir machen A3, Bauer, Rentner und Öko. So, die drei machen wir. So, wir haben artikelmäßig, haben wir Rechner, halt, da würde ich aber sagen, machen wir Mittel. Dann würde ich sagen, Mobilgeräte auf jeden Fall auch Mittel. Und dann machen wir nochmal Lebensmittel. Ja, da geht eigentlich noch Mittel hin, ne? Ich will schauen, ob ich da hinten nochmal so ein kleines Ding reinkriege.
und Getränke. So, ich hoffe, ich bekomme das hin. So, dann machen wir nochmal, dann probiere ich das nochmal mit den Artikeln. So, Computer, ich nehme jetzt einfach mal den obersten, den mache ich klein. So, schauen wir, ob das wird nicht gehen. Ja, das ist viel zu knapp. Da müsste ich alles verschieben, da habe ich aber jetzt ehrlich gesagt keine Lust dazu. So, Dauer mache ich jetzt halt einfach mal 2 Tage, das sind 330. 368.000 haben wir hier noch im Shop, aber das finde ich cool. Die Änderung finde ich definitiv cool. Gut, dann können wir eigentlich hier schon wieder raus abhauen. So, nächsten Tag beginnen. Schauen wir mal, was da jetzt halt hochgeht. Nicht sehr viel, aber passt schon. Also da sieht man schon, ne, der Rechner, der ist auf jeden Fall gehypt. Boba Market, jawohl. Und Boba Market, hervorragend. Das heißt, der hat 13 Punkte. Passt. Gesamtgewinn 3.300, ist in Ordnung. So, gehen wir mal zur Stadt. So, da verschiebt es immer ein bisschen was, aber macht nichts. Minus 2.000. Warum auch immer, ich lass dich mal. Das ist mir jetzt erst einmal egal. So, da sind wir bei... Ja, wir müssen eigentlich wirklich in alle reinschauen, ne? Wir schauen nochmal bei Bulber Shirts rein. Es läuft zwar sehr gut und von der Info her, wir haben zwar minus 10%, aber gucken wir einfach mal rein. Schauen wir mal, wie das läuft und ob hier auch irgendwas verstellt ist. Es ist natürlich alles an Deko weg. Na, das ist, man sieht es ja. Okay, da geht es jetzt zum Lager. Ich hoffe, der kommt dahin. Henry, ich hoffe, du schaffst es da rein. Ich weiß, ich habe doch die Tür nicht da gehabt, oder? Also da müsste ich mich jetzt halt schon täuschen. Ich glaube, ich hatte die Tür hier an der Wand. So, ich tue mal hier auspacken schon mal. Okay, gut. Das passt. Was haben wir hier? Hier haben wir ganz viele Shirts. Okay, warte mal. Ich breche das mal ab. Hier haben wir auch ganz viele Shirts. Und hier haben wir die Handys. Gut. Ja, das passt schon. Dann packe ich nur mal die kleine Palette hier aus, dass zumindest was vorwärts geht. Wir haben 3 Leute in der Verräumung. Er ist super schnell in der Stimmung abgesunken und der macht nur Marketing. Also weg mit dir. Kaum angefangen und schon, ne? Ja, wie? Kaffee, du sollst heim? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Oh Mann. Schauen wir mal, was wir vielleicht mit einfüllen können, weil wir sind ja sowieso hier. Da sind die Farben zumindest geblieben, da hinten. Aber ansonsten ist halt wirklich alles weg, ne? Die ganzen Farben sind weg. Das ist echt heftig. Die Sportklamotten verkaufen sich immer noch am besten. Jetzt muss ich mal noch ganz kurz schauen. Da geht's ins Lager. Und da hinten ist... Da hinten ist... Wo ist der Mitarbeiterraum? Da war doch der Mitarbeiterraum. Da fehlt die Tür. Da ist die Tür. Oh Mann. Okay, warte mal. Dann muss ich das jetzt mal umhängen. Es ist ja auch egal, wohin. Das ist ja hart. Also es ist, glaube ich, schon gut, dass wir mal in den verschiedenen Dingen hier durchschauen. Ich habe die Tür jetzt erst nicht gesehen, weil das genau davor gehangen war, ne? So, aber hier ist noch alles tutti hier hoch. Das passt alles. So, geht's euch da unten recht gut? Ja, Wiederbefüllung, das passt. Ich tue mal hier ein bisschen mit Hand anlegen. Ja, das ist schon krass. Also da vorne hat es die Tür verschoben, ne?
Die ist jetzt genau bei der Kasse. Zum Glück klappt das aber trotzdem. Aber die Tür, ne? Die war halt genau hier dazwischen. Aber gut, ist so, passt schon. So, genau, macht ihr erstmal Pause. Wo können wir noch auffüllen? Da können wir noch auffüllen. Dann schauen wir mal da vorne bei den Handys und so weiter, ob wir da noch irgendwas auffüllen können. Wahnsinn. Was ist hier? Achso. Einfach nur noch nicht aufgefüllt. So, wir machen jetzt. Schauen wir mal, von Firestorm könnten wir eigentlich was machen, warte mal. Hier, schauen wir mal, die hier, Firestorm, zum Beispiel das rote Dingsen. Na, kommt ihr klar da mit der Tür? So, wir machen hier eine Werbung, Elektronik, Mobilgeräte, Telefon, bitte einmal Firestorm, und zwar das rote hier. Hey, have a minute. So, und hier machen wir Kleidung, zum Beispiel Oberteile, schauen wir mal mit Active Sports, Fun and Games können wir mal gucken, ja irgendwie diese Shirts hier, warum nicht das da, weil die gehen ja relativ wenig, ne? Aber normalerweise sollte man schon was platzieren, wo man sagt, das hat man wirklich sehr viel platziert. So, es ist immer schön, wenn was läuft, ne? So, dann gehe ich da noch hier schnell. Hey, a little excuse me. Ihr seid mir welche. Ehrlich wahr. Okay, Kasse. Alles besetzt. Okay, von den Mitarbeitern her, ich muss mal durchgucken. Wir haben 6 Wiederbefüller, das passt schon. 4 an der Kasse, die sind okay. Die Verkäufer sind in Ordnung. Marketing. Keine Ahnung, der andere hat irgendwie einen Dreher gehabt oder sowas, ich weiß es nicht. So, die Kasse ist zu. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, die haben Tag frei, ne? Kassierer. Mitarbeiter verwalten, schauen wir mal drauf. Wir haben offen bis um 20, 21 Uhr, 22 Uhr. Okay, bis 22 Uhr haben wir offen, aber der Laden läuft. Also da würde ich sagen, dass das passt so. Jetzt habe ich da hinten T-Shirt, da bin ich mal gespannt, ob die sich dann irgendwie ein bisschen besser oder mehr verkaufen. Ich weiß es nicht. So, jetzt schalte ich aber da wieder um, dass ich die ein bisschen besser im Blick habe. Thank you. Und stelle mich dann mal ganz unauffällig dahin. Dann würde ich sagen, dass ich das jetzt einfach mal durchlaufen. Das ist, glaube ich, am vernünftigsten, weil machen kann ich jetzt halt eh nicht sehr viel. So, was mir auch an der Kasse jetzt aufgefallen ist, dass manchmal alles steht. Die rühren sich nicht, und das ist mir auch passiert schon. Also ich lasse jetzt noch mal schneller laufen. Er steht an der Kasse, aber er kassiert nicht. Jetzt kassiert er plötzlich wieder. Also da läuft auch irgendetwas nicht so ganz rund, wie es eigentlich sein soll. Wir haben auf jeden Fall gerade vorhin mal 11 Verkäufer da gehabt. Ist auch eine stolze Zahl, aber passt auch bei so einem großen Laden. Du brauchst Leute. So, Emma ist ein bisschen angespannt, aber die wird wahrscheinlich eh bald Feierabend haben. Jawohl, da hauen schon ein paar ab, jetzt haben wir nur noch 6 Stück. So, und was bei den Kassen los ist, ich weiß es nicht. Was streckst du mir schon wieder den Daumen her? So, da hätten wir noch eine Kasse, dann könnte ich mich da vielleicht mit herstellen. Dann sieben wir das vielleicht auch nochmal. Ne, jetzt gerade läuft's. Ich lasse jetzt mal schnell laufen. Aber ich hatte das gerade vorhin, dass ich dann im Grunde nur da stand und nichts tat. So, auch seltsam auf jeden Fall. Ich hoffe, der Ton und sowas läuft ja. So, aber die Sachen werden gut verkauft, muss ich echt sagen.
bei den Handys, also ich habe mir eigentlich mehr erhofft, dass wenn ich sowas ins Ladenfenster stelle, dass dann hier auch ein bisschen weniger wird. Wir schauen uns das dann auch gleich nochmal an. Es ist ja nur noch eine Stunde. Dann gucken wir mal, wie viel davon verkauft worden sind. Ich kann mir jetzt nämlich nicht vorstellen, dass das irgendwie was damit zu tun hat, wann ich es reinplatziere und wann das dann auch zieht. Ich habe schon gedacht, dass wenn ich es platziere, und das war ja wirklich dann gleich in der Früh, als wir aufgemacht haben, dass es dann auch für den Tag gleich ein bisschen Wirkung zeigt, dass die Leute dann herkommen und genau die Sachen, die ich da ausstelle, na, das ist vier Kassen, ey, und es sind einige dabei, die einfach gehen. So, also gucken wir mal ganz kurz hin. Das waren... Nee, das waren die gar nicht. Die hatte ich hier, ne? Die roten. Da muss ich echt einmal schauen. Die Firestorm, diese roten. Ja, ich möchte ins Büro gehen, sonst werde ich es nicht klicken. Schließen. So, gucken wir mal. Artikelmäßig. Oh Gott. Ich finde, der Kurs fühlt sich krank. Zwei Leute verkaufen Fun and Games heute. Rabatte auf 3 Artikel für insgesamt einen Tag. Okay. Bestellungen, Mindestlager hinzufügen. Bestellen. Jawohl. Fun and Games. Tja, das könnten jetzt ja T-Shirts sein. Oder Hosen. Oder was weiß ich. Fun and Games. Da ist nichts. Schuhe. Fun and Games. Nichts. Oberteile von Games. Diese da, die immer keiner haben will, ne? Da haben wir 10 Stück auf Lager, da haben wir kein einziges Ding verkauft, ne? Eieiei. Sekunde, wir schauen mal hier auf. Nicht Bestellungen. Eigentlich nicht Bestellungen, sondern. Mach mal das dazu. Sondern den Überblick brauchen wir. Wir brauchen einmal den Überblick und zwar bei den Kleidung, Oberteile, Fun and Games. So, verkaufte Einheiten haben wir. Die sind wirklich sehr weit unten. Da hätten wir was. I took an arrow to the bone. Das sind genau diese hier. Die sind für 20% weniger. So, die haben wir 182 Mal verkauft auf Lager 0 bestellt. Also die sind alle weggegangen. Die sind tatsächlich alle weggegangen, weil 10 Stück sind davon bestellt. Ich hätte es jetzt nicht geglaubt. Davon haben wir sogar 9 Stück verkauft und von den gelben auch nochmal 7 Stück. Das heißt also, das könnte ich durchaus ausnutzen, dass ich sage, ich bestelle nochmal von denen hier, keine Ahnung, vielleicht 20 Stück. Weil es ist ja doch eine Ersparnis, ne? Bei 60 Hemden gleich ein Huni gespart fast. Das ist eigentlich nicht einmal so verkehrt. Platz haben wir. Den Platz haben wir auf jeden Fall. Kommt, es schadet nichts. Artikel bestellen und fertig. Bei Mindestlager haben wir die ja mit drin. Mindestlager, wo ist es? Kleidung, Oberteile, Schnabbeldabbel, Fun and Games. Wo seid ihr? Genau, sind immer 10 Stück. 10? Ja, 10. Genau, und die haben wir ja verkauft. Also von daher, es passt schon. Ne? So, den ganzen anderen Schmonz können wir jetzt erst einmal auswählen, löschen und tschüss. So, dann gucken wir nochmal wegen Kunden. Wir haben hier bunt gemischt, das heißt, man kann auch eine Werbung schalten für alle. Das ist schon mal ganz gut. So, dann gucken wir natürlich erst einmal hier durch unsere Mitarbeiterreihen. Der Kim hat hier was zu bieten. Oh, 3 Punkte und einen kann ich nur noch vergeben. Dann haben wir hier den Michel. 10 Punkte. Meine Güte, Wahnsinn. So, und die Annabelle hat noch einen Punkt hier.
So, das war's dann auch. Dann wollte ich mal ganz kurz hier schauen. Wir haben auf jeden Fall einen Gewinn gemacht, ne? Also es sind fast 8.000, die an den Konzern gehen. Also das ist schon nicht schlecht, würde ich jetzt behaupten. So, wir gucken mal durch. Kasse. Da habe ich wieder so einen komischen Übergangsdingsbums gemacht und da auch. Ich lasse das aber dann so, weil anscheinend ist es dann ganz gut besetzt. So, wir haben Wiederbefüller. Das passt. Ja, einer frei, einer krank. Ne, genauso wie ich es immer sage, hätte ich jetzt nur zwei in der Frühschicht, die das machen, ne, dann wäre das durchaus bescheiden. So, und die schnappt sich im Grunde gleich zwei freie Tage, weil heute krank und morgen Mittwoch frei. Ne? Sau. So, das passt eigentlich auch alles, das ist okay. Verkäufermäßig sind wir wirklich sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Der ist halt ein bisschen angeschlagen, meine Güte. Und beim Marketing, das habe ich eigentlich auch alles korrekt eingestellt. So, dann würde ich sagen, wir machen eine A3-Werbung und machen im Grunde, ja, ich muss halt jetzt schauen, ne? Besser wäre sogar, wenn ich jetzt nicht ein Menü hätte hier zum Auswählen, sondern wenn die einfach hier auftauchen würden. Dann wäre das nämlich auch nicht schlecht. Dass ich gar nicht immer so den Reiter drücken muss. Ja, sondern einfach, wenn ich hier drauf gehe, Kundenanzeigen platzieren, wenn ich da drauf klicke, dass dann einfach hier zack alle auftauchen und dann kann man hier vielleicht klein, groß, mittel und dann hat man hier diesen Button. So, Hipster, dann haben wir noch die Dealer, die Buchhalter und die Berühmtheiten. So, dann haben wir nämlich alles, dann können wir bewerben Rechner, wir können bewerben Mobilgeräte, die machen wir nochmal. Sogar noch mit da oben hin machen. Und dann mache ich nochmal. Nee, doch, ja, ich mache nochmal Rechner. Das soll ja am meisten gehen, ne? Dann machen wir Oberteile. Oh, warte mal. Können wir Oberteile vielleicht sogar Mittel machen? Yes, geht. Dann würde ich das ja so mal machen. So, das Ganze machen wir auf 2 Tage. 2100, das ist okay. Das ist gut. So, jetzt wollte ich hier nochmal hingucken. Alter, das ist schon, ich meine, ich habe das jetzt ja geändert, ne? Also hier mit den Aufhängern, dass ich die von der Tür weg habe, das haut auch hin mit der Tür, also lassen wir das einfach so. Wir lassen das einfach, da kümmere ich mich wann anders drum. Jetzt im Moment geht es mir darum, dass wir die Läden nacheinander abklappen und einfach mal schauen, was da so läuft. So. Jawohl. Robert Drinks hat nochmal einen Aufstieg, das ist immer gut. So, dann das. Gut, wir gehen zur Stadt. So, hier haben wir immer noch 2300 minus, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt erst einmal wurscht. Da haben wir jetzt die 22.000. So, wie schaut es da aus? 2600, das ist Boba Market. Boba Market. 2600, ich guck mal da ganz kurz. 14.000, ja. Das ist okay, wir gehen erst einmal da rein. Einen nach dem anderen. Erst einmal checken, wie es ist mit den Türen und so weiter, ne? So, ich denke mal, der Henry kommt. So, hier fehlt mir meine Tür. Und ich habe jetzt da eine Tür. Kann das sein, dass die hier hinten irgendwo ist, die Tür? Das ist die da irgendwo. Da ist er. Oh meine Güte. Ja, das ist schon böse, oder?
Weil die Tür war ja genau da dazwischen und jetzt hat, ne, einfach hier hingepackt, das ist schon mies. Das ist schon echt mies. Na gut, jetzt erst einmal auspacken, dann sehen wir mal weiter. So, ich bin jetzt gleich wieder rausgegangen, weil ich mir dachte, ach Gott, lass doch die auspacken, das passt schon. Ich kann dann zwar hier mit den Schränken ein klein wenig herumschieben, was natürlich blöd ist, weil ich natürlich alle Schränke, die ich da stehen hatte, nicht hinbekomme. Ja, das ist halt blöd. Aber gut, so ist das halt, ne? Dann stelle ich dich da vorne mit her. Ist egal. Zack. Passt. So, dann füllen wir mal auf ein bisschen. Da geht nichts gerade. Da geht auch nichts gerade. So. Die Kasse hier ist ja auch mies. Schließen. Verschieben. Also das ist wirklich, oh, das tut dann weh. Thanks. Ja, schnapp dir das Handy. Genau, und dann ab mit dir. So. Dann muss ich das natürlich auch dementsprechend hier, wenn dann ein bisschen wegtun von der Tür. Aber das ist böse. Ganz, ganz böse. So, schauen wir mal, ob ich da nachfüllen kann. Du stehst falsch. Ich habe es mittlerweile darüber geschoben. Nur, dass du Bescheid weißt, ne? So. Ich schau mal, ob ich ein bisschen was einräumen kann. Wir haben hier nur einen Befüller, eine Kasse, drei Verkäufer. Ich meine, das ist schon in Ordnung, drei Verkäufer. Kann man nichts sagen, ne? So, dann können wir hier. Ich kann halt hier leider nicht nachschauen, was sich am besten verkauft. Ne? Ich kann halt, wenn dann, nur sagen, okay, zum Beispiel da die Jacke hat sich sehr gut verkauft. Oder die Hemden da, die ich gerade aufgefüllt habe. Könnte ich ja dann zum Beispiel ins Schaufenster machen. Aber andererseits könnten wir auch. Thank you. Schauen wir mal, hier das sind. Das sind auf jeden Fall die Firestone und die da. Okay, gehen wir daher. Electronic, Mobile, Telephone, Firestorm. Und das ist das hier. Hi, got a second? Hey, got a second? So, dann hätten wir die. Das ist halt auch sowas, ne? Kleidung, Oberteile. Jetzt brauche ich nochmal diese Jacke hier. Weil die hat sich ja recht gut verkauft, ne? Dann packen wir diese Jacke da noch mit rein. Und die... Also ich würde sagen, dass die Kasse komplett falsch steht. Die dürfte hier normalerweise gar nicht stehen. So. Und... Ja, ihr seht, ne, die ist komplett rot. Aber ich lasse die jetzt da stehen. Das mache ich ganz einfach. So. Zack, einmal hier. Solange das jetzt halt hier funktioniert, schauen wir mal. Dürfte das überhaupt kein Problem sein. Ansonsten muss ich mal eine andere Stelle suchen. Kann ich sie auch da links hinstellen, ne, da wo jetzt halt gerade die Humbles rumlaufen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber andererseits schmiegt sich das doch so schön dran. Ich mag das nämlich schon gerne, wenn ich etwas aufstellen kann, was dann so ein bisschen ineinander glitscht. Ich würde ja zum Beispiel auch solche Aufsteller hier, die mit den T-Shirts da vorne, dass man hier zwei oder drei Stück in Reihe zusammenstellen könnte, das wäre auch nicht schlecht. Wenn du jetzt in tatsächlich in ein Kaufhaus gehst oder so, hast du ja auch nicht komplett
einzelne Aufsteller stehen, sondern du hast ja auch einmal längere Reihen hier von solchen Teilen, sei es jetzt für Hosen oder sei es für T-Shirts oder was weiß ich. Ja, ja. Jetzt kassieren wir mal. Ich glaube, es geht eh nicht allzu lange, oder? Mitarbeiter, mal ganz kurz gucken. Na doch, 22 Uhr. Also wir haben schon komplett offen. Halt eh. Eh muss ich drücken. So, genau. 13:30. Ich denke mal, die haben auf jeden Fall genug zu tun. Wir haben zwei Kassen. Drei haben wir ja aufgebaut. Wir haben zwei Wiederbefüller, fünf Verkäufer. So, vier Verkäufer, wenn ich mir den Tilo jetzt dazu anschaue. Dann springe ich dann gleich wieder heim. Naja, warten wir mal den Feierabend ab. Tja, auch dieser Tag war dann im Grunde ohne besondere Vorkommnisse, muss ich sagen. Der Matthias ist ein bisschen von der Stimmung runter, aber eigentlich ganz normal. So, Laden ist Schluss. Aufgefüllt ist eigentlich alles an Ware. Jawohl, die Leute sind weg. Die Kasse ist zu, die Kasse ist zu. Ich habe dann auch nochmal zwischenrein versucht, nochmal was aufzufüllen, aber geht nicht. Also da ist wirklich gut weggegangen alles. So, gehen wir mal zurück in the Bureau. Jawohl. So, wir schauen einmal zuallererstes mal hier an die Tafel, ob wir hier noch jemanden hochpimpen können. Das ist ja meistens der Fall. Mathis, 2 Punkte. Jawohl, der ist als Verkäufer ausgebaut. Timo ist... Oh, der ist ja noch... Der ist ja noch ein Küken, der ist ja noch ganz weit unten. Und sonst niemanden. Alles klar. Schauen wir mal. Kasse. Freier Tag. Oh Gott. Ah, da bin ich noch sehr durcheinander mit allem. Aber es ist schon aufeinander abgestimmt. Also es passt schon. Wiederbefüller. Verkäufer, auch die sind ein bisschen chaotisch, aber es läuft. Und das passt auch. Ich will auch gar nicht so ins Detail jetzt halt groß rumgehen. E-Mails, alles Gehalt, fehlender Kurs, zwei fühlen sich krank. Ansonsten löschen. Halt Bestellungen, natürlich das Mindestlager hinzufügen. Zack. Abmelden. So, dann schauen wir da nochmal drauf. Ja gut, es gehen zumindest die knappen 5000 rüber in den Konzern, das ist schon mal was. So, werbungstechnisch, es läuft noch ein Tag, also lasse ich das. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir dann wieder in die nächsten Läden rein. Naja, weil wir müssen ja schauen, dass wir auch wirklich die Türen als zugänglich haben, weil das war ja jetzt gar nichts, ne? Also zum Glück habe ich es ausprobiert und die Tür war tatsächlich da. An dem anderen Laden war sie auch an der Seite und hat es da einfach neben die Kasse geschoben. Also schon etwas strange. So, hier kann man natürlich auch noch enorm viel ausbauen. Da muss natürlich noch ganz viel rein. Es sind halt ein paar Läden noch dabei, die sind so, naja, eher suboptimal von der Einrichtung. So, bei mir war es auch ein langer Tag, deswegen würde ich sagen, danke für ein Like, danke für Kommentare und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz tollen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.